Ah, das SOE-Kommando. Ich sollte sie erschießen. Berlin würde mich als Kriegshelden feiern. Irgendwas sagt mir, sie haben kein Interesse an Orden. Wo ist Andreas Kessler? Wir brauchen ihn lebend. Oh, Kessler ist an unserem Standort in Magazeno. Umgeben von Büchern und Fusel. Wieso sollte ich Ihnen trauen? Niemand würde einem Verräter trauen. Weaver weiß, dass meine Informationen gut sind. Hatte ich nicht recht mit dem Munitionsnachschub? War am Viadukt, nicht? Kleine Fische. Hören Sie, Lieutenant. Der Krieg ist unberechenbar, wenn die Alliierten durchmarschieren. Verstehe. Sie wollen sich absichern. Ich bitte Sie nur an mich zu denken, wenn die Zeit gekommen ist, Lieutenant. Karl, die Sache wird heiß. Kessler. Nicht nur Kessler. Am Standort in Magazeno an der Küste werden Entschlüsselungen vorgenommen. Finden wir raus, wie viel Böhms Leute über die Pläne der Alliierten wissen, ja? In Ordnung. Noch was? Nun ja, Dinelli steht zu seinem Wort. Er hat Informationen für uns. Nämlich? Böhm hat einen Vertrauten. Einen gewissen Major Klaus Rothbauer. Die beiden tauschen sich regelmäßig aus. Sie glauben, er kennt Böhms Pläne? Mit Sicherheit, mein Freund. Holen wir ihn uns. Oho, Muchacho! Rothbauers Villa ist gut gesichert. Da können selbst Sie unmöglich rein, Karl. Nein, nein, zunächst konzentrieren wir uns auf den Küstenstandort. Vertraut Dinelli mir nicht? Sie sind jetzt unser Freund, Karl. Signor, Dinelli will Sie nur in Sicherheit wissen. Hab Piero Capo für ihn getötet. Mein Teil ist erledigt. Jetzt sind Sie dran. Helfen Sie uns. Helfen Sie den Partisanen. Würden Sie ein paar Informationen von unseren guten Absichten überzeugen? Probieren Sie es. Die Bauteile von der Werft. Sie wurden hierher gebracht. Interessant. Wozu? Wer weiß. Vielleicht verbergen die Deutschen irgendetwas. Wir sind doch Freunde, hm? Aber ja doch. Rotfuchs an Mutterhenne. Rotfuchs an Mutterhenne. Verstanden, Rotfuchs. Küstenstandort Magazeno versenkt ungewöhnlich viele Schiffe der Alliierten. Sowohl Schiffsartillerie als auch Radartechnologie ausschalten. Ende. Hab verstanden. Ende. Diese Sendeschüssel muss verschwinden. Und damit willkommen zurück zu Sniper Elite 4. Und wir wollen endlich mal Andreas Kessler finden. Doch eine Sache ist mir bei diesem Informant von Weaver aufgefallen. Er ist irgendwie ein bisschen suspicious. Wir können ihm noch nicht ganz trauen. Ja, aber auch einfach gesagt, weil er halt ein Deutscher ist. Irgendetwas stimmt hier nicht. Ich muss vorsichtig sein. Und die Deutschen, die kann man hier 1943 nicht ganz trauen. Da muss man eigentlich aufpassen. Dass man nicht zu weit hier sich hineintritt. Aber Karl kriegt das schon hin. Jetzt habe ich wieder Unterscheu. Früher habe ich ja ausgesehen. Das wäre ein günstiger Angriffspunkt. Wieso habe ich gerade früher gesagt? Und warum hat der Typ... Hä? How? Ich hatte doch Unterscheu. Keine Ahnung. Vielleicht war es wegen dem Kopf. War der so hohl? Ja, diesmal zwei. Feindentdeckung. Okay, der eine geht weg.
dass sie näher kommen. Nanu? Nicht Nanu. Sprint einfach zu ihm hin. Oder? Na endlich! Ich habe schon fünfmal auf seinen Kopf gezielt. Aber es hat anscheinend nichts gebracht. Gut, wir sind wieder hier im Dunkeln. Ich mag die Level im Dunkeln nicht so gerne, aber okay. So. Ich gehe extra hier außen, weil hier ist so ein hoher Punkt, da können wir vielleicht snipen. Sehr gut snipen. Wir können den hier oben mal ausschalten. Oh ja, stimmt, das ist der Commander-Typ. Den sollten wir auf jeden Fall ausschalten. Moment. Ein Geräusch. Hä? Wie hat der mich jetzt gesehen? Oh, der hat eine Panzerfaust. Okay, nee. Zurück. Ich noch. Aber die Deutschen haben echt krasse Ohren. Muss man ehrlich sagen. Hä? Na endlich. Ich kapiere echt dieses Trefferfeedback nicht. Ja, der Typ in der Panzerfaust geht jetzt rechts lang. Ne, links. Links ist das. Und noch einer. Der ist aber oben. Oh. Den kann ich nur anders ausschalten. Nur mit der Pistole kann ich ihn ausschalten. Komm, zeig dich! Wo ist er denn jetzt? Der Feigling. Muss ich anscheinend raufklettern. Ah, scheiß drauf. Bitte schieß nicht. Hallo! Karl! Och Junge, du Idiot. Wieso geht der denn wieder runter? Meine Güte, Karl. Na endlich. Karl muss aber auch davor erstmal nochmal die Leiter runterklettern. Ganz merkwürdig. Oh Gott, wie viele Ziele haben wir denn? Formationen finden, Offizier töten. Anlage neutralisieren, Kessler finden, ne? Und Operationen der Nazis lahmlegen. Kesslers Forschungsnotizen. Also ich würde eher die drei Sachen machen, aber doch nicht so viele. Okay, wir gehen am besten hier so lang, also Jog und dann so. Das ist vielleicht der beste Weg. Erstmal hier den Sniper-Ort entscannen. Die höchste Distanz einstellen. Ich habe leider keine Unterschallmunition. Muss damit jetzt klarkommen. Warte, die Gegend kurz scannen. Da ist zum Beispiel einer. Ist er tot? Wie sag ich jetzt nicht, der ist nicht tot. Der ist nicht tot, willst du mich verarschen? Ich geh mal hier weg. Und ändere meine Position. Ich sehe keinen Gegner.
Scheint, als schießen sie die großen Geschütze ab. Ich muss etwas unternehmen, sonst könnte es brenzlig werden. Ja, ganz ruhig, Karl. Ich muss erstmal die Gegner finden. Da muss ein Offizier. Weitschuss, Rang A. Ich weiß, ich bin so gut, dass ich schon Rang A bekomme. Und keiner weiß, wer da schießt. Ist das nicht toll? Da vorne rennen noch ein paar welche. Warte, den sollten wir auch noch ausschalten. Genau, damit hier keine Verstärkung kommt. So. Haben wir jetzt schon mal die wichtigsten Leute ausgeschaltet. Den erstmal looten. Schätze, ich habe alles eingesammelt. Ist da noch irgendjemand? Ja, da ist einer. Perfekto. Die wissen halt immer noch nicht, wer da schießt. Das finde ich ja super. So. Von hier aus kann ich halt nichts sehen. Noch ein Offizier. Okay, wir haben hier drei Leute direkt nah. Das ist eine Ablenkung. Schadet nie. Dann gehen wir mal eine Etage runter. Immer schön unsere Position wechseln. Das ist gut. Mal, ich muss kurz scannen. Da vorne ist einer. Jawohl, ein Augenschuss. Geil. Das schmeckt. Ich kann halt nicht wissen, wie viele da noch sind. Hier ist noch einer. Zwei sogar. Drei. Junge, wie bemerken die mich denn nicht? Hä? Es werden immer weniger und die bemerken mich nicht. Das ist ja echt geil. Also, für mich, also für die nicht. Mal hier hinter. Da ist einer. Warte. Ja, geh weg. Ruhig, Karl. Schön den Puls messen. Da ist noch ein Offizier. Wurden immer noch nicht entdeckt, alles supi. Boah, das ist ja echt der geilste Sniper-Ort. Wirklich, hast du keine Probleme.
Nein! Hätte ich mal die Fresse gehalten. Fuck. Die sind auch vorgerückt. Irgendwie. Ich hoffe, das Spiel hat jetzt gespeichert. Der Offizier ist immer noch tot. Nee, der lebt noch. How I miss. Jetzt aber genug. Bruder, hör auf, dich zu bewegen mit deinem Scheißkopf, Alter. Meine Güte, ich krieg langsam echt einen Kollaps. Müssen die sich erstmal fünfmal bewegen. Oder ich bin selber schuld. Tja. Zeit einfach still, Luke. Geht's auch.